So, fangen wir an. Freut mich wirklich unheimlich sehr, dass wir hier mit dir sitzen dürfen, Franz. Für alle Leute, die jetzt zuschauen und vielleicht noch nicht so lange beim WSV drin sind, wir sitzen hier in Prag im Stammlokal vom Franz Straker. Und für alle mal kurz eine Vorstellung. Franz Straker war damals in der zweiten Liga beim WSV Anfang der 90er Spieler. Abwehrchef, ne? Können wir dich nennen? Ja, kann man wohl sagen. Kann man ja. Wohl sagen. Mit Dirk Busch, ja. Und Ende der 90er in der Oberliga Nordrhein auch als Trainer beim WSV tätig. Franz, freut mich wirklich sehr, dass wir hier bei dir in der Heimat sitzen dürfen und dass das alles so gepasst hat. Es ist so schön, euch zu sehen. Und ich habe, als ich diese Nachricht bekam, dass ihr kommt, wusste ich nicht, ob das ein Scherz ist oder nicht. Ja. Auf einmal kam dazu, ja Franz, wir fahren nach Prag und dann weiter und wir müssen dich jetzt besuchen und so weiter. Alles klar, man war so überrascht, das war so klasse. Und ich bin sehr froh, dass ihr da seid. Klasse. Ganz ehrlich, das muss ich jetzt vielleicht direkt am Anfang ein bisschen zugeben. Wenn ich so Lieblingsspieler beim WSV gehabt habe, dann bist du schon einer der... die ganz oben stehen. Also ich habe mich sehr gefreut, vor allem, dass ich jetzt mit dir das Gespräch führen darf. Fangen wir einfach mal an. Deine Zeit beim WSV hat begonnen, ich glaube, das war 91, 92? Das war 92. Genau. Und da wollte ich einfach mal wissen, wie hast du Wuppertal damals kennengelernt? Was hast du schätzen gelernt? Und wie bist du vor allem aufgenommen worden? Ja, das ist eine ziemlich interessante Geschichte, weil ich habe bei Hansa Rostock gespielt, 91, 92. Und dann stieg ich aus, weil aus verschiedenen Gründen, jeder weiß warum. Und damals rief mich Eckhard Vasong und fragte mich, Franz, kannst du dich bitte vorstellen, nach Wuppertal SV zu gehen? Und ich habe gesagt, wo liegt denn das? Und ich wusste nicht, wo das ist überhaupt. Ja, das ist völlig normal. Und er sagte mir, du kennst nicht Schwebebahn? Ich sagte, kenne ich nicht. Ja. Und okay, da haben wir zusammen geplaudert und ich habe immer im Hintergrund einfach Meinung gehabt, okay, ich möchte wieder zurück vom Osten nach Westen. Das war einfach so damals und ich war bei Borussia Mönchengladbach und das war total schön und kenne ich auch diese Umgebung und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, ich werde gerne mal kommen. Das war zweite Bundesliga, ich war 33 Jahre alt und dachte ich, wenn du das heute siehst, das 33 gar nichts, ja, damals 33, jeder dachte, du bist schon alt. Und dann war ich wahrscheinlich eine von denen, die etwas dagegen hatten, dass man in 33 auch Fußball noch auf höchstem Niveau spielen kann. Und dann ging es zum Stadion am Zoo. Wusste ich nicht, wo das ist. Ja. Und das war sehr schön. Als ich da ankam, dann wartete die auf mich. Und ich war so ganz herzlich empfangen. Und dann dachte ich, okay, ich bin auf eine richtige Adresse. Und das war eine sehr schöne Zeit. Und ich habe viel Freude gehabt, auch im Stadt, wo die sieben Täler sind. Kannte ich auch nicht und diese Schwebebahn, dann konnte ich auch damit fahren und so weiter. Wir haben viele Freunde da gehabt und dann das Wichtigste überhaupt, was damals im Fußball ist, wenn du eine Freundschaft hast. Und diese Mannschaft war neu gegründet. Dieter Tatemann war der Manager, Friedhelm Runge als Präsident des Vereins. Das war einfach klasse und wir haben so viel Spaß gehabt als die Spieler Eike Kittner, Waldemar Klimczyk, Kurt Paleski, Dirk Busch, Bros, Christian Bros und die anderen auch, Michael Tenjes damals aus Duisburg auch, die haben damals auch erste Bundesliga gespielt und er kam aus erster Bundesliga zu meinem zweite Liga Verein, genauso wie ich. Also die Erwartung war so groß, aber diese Mannschaft war neu gegründet und diese Mannschaft brauchte auch
einige Zeit, dass man sich einspielt und so weiter. Und der Trainer war damals, das war, lass mich jetzt nachdenken, siehst du, Werner Fuchs, der kam vom Hertha BSC Berlin. Der war ein großartiger Trainer, der hat in Europa gespielt und so weiter. Wir haben einen riesen Respekt gehabt und er war ein großartiger Mensch. Und er hat uns auch weitergebildet, nicht nur uns, wir waren schon alte Füchse, meine ich jetzt, aber die Jungs, die damals kamen. Also diese Harmonie und diese Freundschaft war ganz, ganz wichtig. Und wir haben eine tolle Gruppe gehabt. Ja. Schade, dass das damals auseinanderging, weil es gab verschiedene Gründe, wieso wir dann abgestiegen sind. Aber das ist halt im Fußball das passiert und es waren auch einige Schlüsselspieler, die waren langfristig auch verletzt und so weiter. Aber trotz allem, ja, das bleibt in meinem Herzen. Das kann man sehr gut nachvollziehen. Du hast natürlich auch ein paar Sachen aus der Zeit mitgebracht. Dass es in deinem Herzen ist, dazu kommen wir gleich, weil du bist ja dann irgendwann ein paar Jahre später nochmal zurück zum Verein zurückgekehrt, in Form des Trainers. Aber du hast ein interessantes und sehr gutes Bild mitgebracht aus der Zweitliga-Zeit. Vielleicht möchtest du das mal in die Kamera halten. Gerne. Und dazu was sagen. Weil das ist echt grandios. Das ist auf der Seite von Michael Lorkowski, der war der Trainer damals. Das war Bundesliga-Zeit. Der Michael kam, glaube ich, im Winter, schätze ich, ja. Und wir haben alles gemacht, also dass man nicht absteigt. Aber leider, wie ich schon gesagt habe, es ist halt so im Fußball sowas passiert und wir haben einige Spieler, die langfristig verletzt waren und das waren die Schlüsselspiele auch und für uns. Aber trotz allem, ja, ich werde nie vergessen, was wir geleistet haben, das, was wir für den Stadt auch gemacht haben. Und ich denke schon, dass die Stadt auch kann, auch irgendwie auch irgendwie stolz auf uns zu sein, dass wir, was wir damals gepackt haben, gespielt haben. Und das war eine sehr schöne Zeit und man hat viele Freunde und viele Freunde dabei. Ja. Das ist ja auch, wenn man mal zurückdenkt, Anfang der 90er, 92, das war das letzte Mal, wo der WSV so hoch gespielt hat. Seitdem ging es ja eigentlich immer nur zwischen der dritten und der fünften Liga war man am Pendeln. Du kamst dann Ende der 90er zurück als Trainer. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du dann nochmal, das war ja damals in der vierten Liga, ist ja jetzt auch nicht gerade der, ich sag mal, für, du warst ja, das weiß man ja, du bist ja bei Sparta Prag eine Vereinslegende, Spieler, Trainer. Du warst ja auch mal eine kurze Zeit Nationaltrainer von Tschechien. Ja, stimmt. Ja. Und wie kam es dann dazu, dass du beim WSV Ende der 90er gesagt hast, komm, ich nehme diesen Trainerjob in der vierten Liga an? Ja, das war mein Anfang damals. Ja. Mhm. Und ich war sehr befreundet mit Friedem Runge und wir waren immer im Kontakt zusammen. Ich ging nach Viktoria Köln, wo ich auch gespielt habe und so weiter, auf meine. Dann habe ich meine Karriere beendet und ich habe studiert bei uns die Lizenz. Und auf einmal kam es dazu, Franz, kannst du dich vorstellen, bei uns zu trainieren? Und ich habe gesagt, ja, warum nicht? Ja. Leider konnte ich nicht so Deutsch wie heute. Wenn ich damals mehr diese Sprachverhältnisse hatte, dann wäre es wahrscheinlich auch ganz anders. Aber ich denke schon, dass wir eine sehr gute Mannschaft gehabt haben. Ich erinnere mich auf ein Spiel und so. Das war ein Pokalspiel gegen Leverkusen und gegen Stuttgart. DFB-Pokal. Jonathan Akpobori, ne? Das war, glaube ich, das 3-1 zu Hause. 3-1 verloren. Jonathan Akpobori, den kennt man ja auch. 4-2 haben wir, glaube ich. Ne? 4-2 haben wir. 3-1 oder 4-2. Das war ein klassisches Spiel, was wir gespielt haben. Das war klasse, diese Jungs und so weiter. Die haben alles gegeben und das Stadion war voll und weißt du was, man hat gespürt, dass man was bewegen kann. Ja, und ich wollte auch meine Erfahrungen aus der Spielpraxis, auch aus den Vereinen, wo ich überall war, genauso wie du das gesagt hast, weiterzugeben an die Jungs. Ja. Und ich denke schon, dass wir eine sehr gute Mannschaft hatten und das war klar, dass einige Jungs, die auch
diesen Sprung gemacht haben in anderen Vereinen, kann ich auch nachvollziehen. Und das war einfach das, was man wahrscheinlich nicht will, wenn du eine Mannschaft bildest und möchtest du auch was erreichen. Und es ist leider so, dass die Besten dann auf einmal gehen weg. Klar, wenn du ein Angebot bekommst, ja, dann musst du das auch akzeptieren. Und auf einmal war ich auch weg, weil ich habe auch dann ein Angebot aus Tschechien, aus erster Liga bekam. Und dann ging es richtig vorwärts bei mir. Und man kann sich auch erinnern an Teplice, wo ich kam. Und dass wir auch einen großartigen Verein damals, Kaiserslautern, aus dem Wettbewerb herausgeschmissen haben. Mit Basel und so weiter. Also diese Geschichte war klasse. Ich erinnere mich an den Anfang, wo ich ganz neu war. Und ich habe auch viel gelernt auch von den Trainern, wo ich auch als Spieler war. Und das war Wolf Werner, das war Gerd von Bruch und Werner Fuchs von Uwe Reinders und so weiter. Und das konnte ich damals auch weiterbringen an die Jungs. Und das war fein. Diese Zeit war großartig. Und ich erinnere mich besonders an Friedhelm Runge, weil wir waren eng zusammen. Und der war immer der eine, der zu mir stand und der immer, wo es nicht so gut lief und so weiter, da, wo man wahrscheinlich nicht so gut verstanden hat, ja, dann, der war immer da, mir zu helfen, ja, und das war, deswegen Friedhelm ist wie mein Vater, also es ist ein klasse Junge, und ich bin so froh, dass ich vor ein paar Wochen mit ihm wieder gesprochen habe, und wenn ich Zeit habe und wenn ich dahin komme, dann werde ich den gerne mal wieder treffen. Du hast gerade schon mal das Thema Tschechien angesprochen, als es für dich zurück nach Tschechien ging. Vorab, du hast ja damals mitorganisiert, dass es in der Saison 2003, 2004 das Testspiel Wuppertaler SV gegen Sparta Prag in Wuppertal gab. Ja, du warst, wie schon eingangs erwähnt, bei Sparta Prag bist du eine Vereinslegende. Dann kam es aber einmal dazu, dass du zu Slavia Prag gewechselt bist. Und das hat halt hier in der Stadt so ein bisschen für Tumulte gesorgt. Dass du auch relativ schnell bei Slavia wieder zurückgetreten bist. Wie ist es denn so dazu gekommen, beziehungsweise was ist hier alles so vorgefallen? Weil ich glaube, in Deutschland können sich manche Leute das nicht so vorstellen, wie es in anderen Ländern ist, dass da dieser Fanatismus noch mal ein bisschen höher ist bei den Fans. Es gibt diesen Fanatismus. Ich glaube, nicht nur bei uns, aber bei euch auch. Ja? Wenn ich das jetzt vergleichen kann mit Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund, also da sind die Rivalen, genauso wie bei uns, Slavia und Sparta Prag. Und wenn du 9 Jahre bei Sparta Prag spielst und bist du eine Legende, auf einmal war ich auch der Trainer. Aber das ist eine Geschichte, die man wahrscheinlich keine weiß, weil ich war der letzte Trainer, der hat damals Sparta Prag bis Champions League geführt. Und auf einmal musste ich gehen. Wir haben unsere Liga mit 9 Punkten Vorsprung geführt, nach Hinrunde. Und keine hat das verstanden, wieso, warum. Ich musste auf einmal gehen, weil da kam ein neuer Besitzer, und dieser Besitzer, der hat damals überhaupt keine Ahnung vom Fußball. Und er nahm das wie ein Geschäft, eine Firma, wo er wahrscheinlich in Russland hatte oder in China oder und so weiter. Und meinte, dass wir, wenn du Champions League spielst, gehen Fenerbahce, gehen Olympique Lyon, gehen Manchester United. Und wir haben nur einen Punkt geholt, und er sagte, das ist mir zu wenig. Wenn du das aber siehst, gegen wem du spielst oder gespielt hast, dann ist das völlig normal, dass diese Anführungszeichen nicht so große Vereine, Sparta Prag, wie Fenerbahce mit Christoph Daum, Manchester United mit Ferguson, Olympique Lyon, Benzema, Goffu, Juninho, die haben dreimal hintereinander Real Madrid rausgeworfen aus Champions League. Und auf einmal musste Franz Strecker gehen. Das war hier ein Krieg im Prinzip. Ein Krieg, weil die Fans, die gingen auf die Barrikaden, die wollten nicht, dass ich gehe. Aber dieser neue Besitzer, der überhaupt keine Ahnung hatte, was Fußball bedeutet,
Der sagte nein, das ist ein Punkt ist mir zu wenig und hau ab und so weiter. Also ich habe es gewartet 3-4 Jahre, ob man wahrscheinlich wieder zurückkehren kann. Es gab keine Chance, weil er sagte, wenn ich da bin, kam Strecker nie wieder zurück. Und da kam eine Offerte vom Slavia Prag. Und ich, nach dieser Zeit, das waren glaube ich nicht schon 4 oder 5, das waren glaube ich 7 Jahre her, bekam ich diese Offerte vom Slavia Prag, sagte, warum nicht? Ja, das ist mein Job, ich bin ein Trainer. Ich kann selbst entscheiden, ob ich, wo ich hingehe. Wenn ich das wusste, was da los war, wenn ich das wusste, was passiert wird, wusste ich das aber nicht. Das war ein Krieg hier. Freunde, man kann sich nicht vorstellen, was ich alles erleben musste mit meiner Familie. Das ganze Haus war hier schwarz bemalt, mit Fragezeichen, 5 Meter. Die Fans, die waren zu Hause mit Baseballschlägen und so weiter. Also es ging einfach nicht mehr. Deswegen habe ich gesagt, das mache ich nie wieder. Wenn ich zum Training fuhr, musste ich immer eine Security-Auto dabei haben, die mich gefolgt haben, ob was passiert oder nicht. Ja. Wenn meine Tochter oder meine Frau irgendwo hinfuhren, dasselbe. Wo sind wir denn? Sind wir im Krieg oder was? Das ist doch ein scheiß Spielscheiß oder nicht? Ja. Ich kann doch selbst entscheiden, was ich machen würde. Aber sowas, das reichte mir, deswegen habe ich Nein gesagt. Und diese Geschichte ist Gott sei Dank jetzt vorbei, obwohl, das muss ich immer noch zugeben, nach so vielen Jahren, wenn ich irgendwo hingehe, dann habe ich immer so ein mulmiges Gefühl, dass etwas passiert. Und es gab auch Situationen, sind glaube ich 3 Monate her, als ich war bei Sparta Prag zum Besuch. Habe ich das Spiel gesehen. Nach dem Spiel war ich in einer kleinen Kneipe, eine typische so Kneipe, schöne Kneipe, saubere Kneipe, nicht so was anderes. Wollte ich ein Bierchen trinken und da kam zu mir ein 18-Jähriger oder 17-Jähriger und sagte, du bist die Ursache, warum Sparta Prag so scheiße spielst. Und da draußen warteten auf mich 20 Jungs mit Baseballschlägen, nach so vielen Jahren. Ich soll vorstellen. Und es ist einfach so, das passiert, aber es sind auch Menschen, die das akzeptieren, die sagen, Franz, du hast das gemacht, okay, sowas einfach passiert, du hast auch Recht zu entscheiden, ob du dahin gehst oder nicht. Das war falsch, ich habe das auch zuzugeben, das war falsch. Ich sollte das nicht machen, weil das war wirklich falscher Zug, weil Franz Stracker ist eine Legende, Franz Stracker ist eine Legende bei Sparta Prag und sowas kannst du nicht machen. Aber auf anderer Seite frage ich mich selbst, ja, wieso nicht? Ich bin doch ein Mensch und wenn ich so eine Chance kriegst, okay, dann kannst du doch selbst entscheiden, ob du das machst oder nicht. Thema war erledigt, Gott sei Dank hat sich das alles irgendwie beruhigt, ja, und wenn ich irgendwo jetzt hingehe, bin ich vorsichtiger, aber das ist eine Geschichte, die steckt ja tief in den Herzen und sind einige, die sagen, nie verzeihen. Nachdem jetzt irgendwie, das drückt ja schon so ein bisschen die Stimmung, ne, wenn man hört, so, da merkt man aber halt auch, was Fußball für ein schnellliebiges Geschäft ist. Du wirst auf Händen getragen und im nächsten Augenblick wirst du fallen gelassen und sogar noch getreten. Deswegen kommen wir einfach mal zu positiveren Sachen. Sportliche Vorbilder. Ich glaube, jeder, der seine Rückennummer kennt, der weiß ja so ein ungefähr, ne? Franz. Mein lieber Franz, ja. Ich wünsche mir nur, dass du gesund bleibst, ja. Und das war immer mein Vorbild. Und, natürlich müssen wir dazu einwerfen, dass er, dass unser Franz, ja, den Franz Beckenbauer meint. Ja, genau, ja. Wisst ihr was, ja, wahrscheinlich jeder weiß hier im Tschechien, dass ich ein totaler deutscher Freak bin. Und das stimmt ja, weil das ist eine Geschichte, die ich noch ein bisschen kurz erzählen kann, und zwar, ich kam nach Deutschland, das war noch Ostdeutschland und Westdeutschland. Und Ostdeutschland damals gehörte zu uns.
und Westdeutschland zu Westen. Und das gab es einen Riesenunterschied. Und deswegen, ich kam 88 nach Westdeutschland damals, als erster tschechische Spieler, legal, der ging nach Westdeutschland. Mhm. Nach Borussia Mönchengladbach. Und ich vergesse nie, als Wolf Werner hier bei Sparta Prag war, damals war der Trainer bei uns, Václav Ježek, eine Riesenperson, der beste Trainer hier. Und der Wolf Werner war hier. Und ich habe den getroffen. Nach dem Spiel. Er war gucken hier, den Spiel. Wir haben uns begrüßt. Ich konnte überhaupt kein Wort Deutsch, gar nichts, ein bisschen Englisch. Typisch damals, ne, Osi, ne? Und dann auf einmal hieß es, Franz, komm ins Auto, fahren wir nach Mönchengladbach. Das war, wie lange hat man damals gebraucht? Oh, das war, ich musste 30 werden, ich musste Titel haben bei uns, ich musste mindestens 25, 30 Nationalspiele haben, Spiele für den Nationalteam. Ja? Dann konntest du fragen, ob die Genossen hier sagen, ja oder nein. Ich war 28 und hatte ich ein Angebot vom Eisrom. Der gestorbene Präsident Vignola war hier mit Geld. Mit Geld. So richtig typisch im Koffer. Typisch, ja, richtig Koffer mit Geld und wollte, okay, Franz Stracker, ich nehme Franz Stracker mit nach Rom. Und auf Wiedersehen. Und die Genossen sagten, Herr Stracker, Sie sind 28 Jahre alt und wir werden nicht mit Ihnen zu diskutieren, erst mal 30 zu werden und dann erst mal fragen und wie es zulassen, dass Sie nach Westland gehen. So ein Scheiß, tut mir leid. Also, das musste nochmal lachen. Wir waren mit meiner Frau, also wir waren total zerstört. Ja. Wir dachten, okay, wir bleiben irgendwo da draußen. Und wir waren schon, nach diesem Tag waren wir in Belgien, weil meine Frau ist ehemalige Leichtathletikerin, 400 Meter. Und wir haben uns getroffen in Belgien, in Antwerpen. Wir waren von dem Bus waren schon draußen. Dann haben wir uns das nicht zugetraut. Da bleiben, weil nämlich damals gab es auch ein Gesetz, wenn die Ostspieler irgendwo geblieben waren, okay, dann mussten sie mindestens 2 Jahre ohne Fußball dabei. Dann war es erstmal zulassen, wenn ich das richtig so erkläre, dass du da spielen konntest. Das waren Gesetze zum Kotzen. Ja, tut mir leid. Also das sind viele Geschichten. Also auch, ich finde, das ist ganz interessant, weil du ein Sportler auf hohem Niveau damals warst, der aus einer Region kommt, wo du verschiedene Einflüsse hast, die dein Leben so beeinschränkt haben. Das ist damals der Kalte Krieg, die Ost-West-Teilung gewesen, dann die Geschichte, was du auch hier durchmachen musstest als Trainer in Prag, so mit diesem Fanatismus, der so herrscht. Und deswegen finde ich, hast du verdammt viel und verdammt Interessantes zu erzählen. Du hattest mir auch erzählt, dass der Franz Beckenbauer und du, ihr könnt euch wirklich Freunde nennen, weil ihr euch ja wirklich so gut und persönlich kennt. Ich habe eine letzte Frage an dich. Und zwar würde ich glaube, ich spreche im Namen eines jeden WSV-Fans, wenn wir uns freuen, wenn wir dich irgendwann mal wieder im Stadion begrüßen dürfen. Du bist zu jeder Zeit herzlich zu egal welchem Spiel eingeladen. Aber meine Frage ist, was hast du an Wuppertal jetzt in all den Jahren, wo du nicht mehr da warst, am meisten vermisst? Und was würdest du als erstes wieder machen, wenn du in Wuppertal bist? Ja, ich denke schon, dass Wuppertal SV gehört woanders als jetzt in die Regionalliga, im jeden Fall. Ich denke schon, dass die Stadt, die Mannschaft, die Führung, die da ist jetzt, ist die zweite Liga einfach muss. Ich denke schon, dass man dieses Potenzial im jeden Fall hat. Und wenn mich Wuppertal SV irgendwie braucht, bin ich auch bereit kommen. Das ist überhaupt kein Problem. Also ich möchte mich jetzt nicht irgendwie anbieten, überhaupt nicht. Ne? Das habe ich nicht nötig. Aber ich habe in meinem Leben als Trainer
verdammt viel gesehen. Und wenn du in Australien trainierst, wenn du in Afrika trainierst, wenn du in Asien trainierst, und ich habe verschiedene Pokale auch gewonnen und Champions League gespielt, habe Asien Liga Cup gespielt. In Afrika habe ich viele Vereine auch in die Afrika Cup geführt habe. Also man hat so viel Potenzial, man hat so viel Erfahrung. Und wenn man irgendwie meint, Franz, du kannst uns helfen, warum nicht, ja, bin ich auch bereit, ja. Und ich wünsche euch alles Gute, vor allem, die Stadt ist geil, das mag ich so, echt, ja, und was würdest du jetzt als erstes machen, wenn du wieder in Wuppertal bist, was würdest du als allererstes machen, was du wirklich vermisst hast? Gehst du zum Stadion? Ja, absolut. Nicht Schwebebahn fahren. Du gehst zum Stadion. Kann man ja auch mit der Schwebebahn hin. Ich gehe zum Stadion und werde ich einfach damals nur auf den Rasen, im Stadion auf den Rasen zu gehen und erstmal diese Atmosphäre zu genießen, wie es damals war. Mhm. Und sich zu erinnern, wie wir damals, was wir damals gemacht haben, wie wir gespielt haben. Ja, und auch die Jungs, ja, um sich zu haben. Ja, das war klasse. Und auch die Stadt, die auch mit vielen, so vielen Matches haben wir, Tennismatches gemacht haben und jeden Scheiß zusammen gemacht haben, weißt du was. Ich erinnere mich an super Gruppe und Freundschaft und Helfrigkeit, weißt du, und die Menschen und so weiter. Die standen immer zu uns, als wir auch nicht so doll gespielt haben, nicht so gut gespielt haben. Dann die immer an uns geklappt haben. Da ist Wuppertaler SV. Würde ich gerne mal kommen. Franz, wir sind natürlich nicht mit leeren Händen hier hingekommen. Man merkt, wenn man mit dir redet, dass du die Zeit damals in Wuppertal wirklich sehr genossen hast und dass du wirklich überwiegend gute Erinnerungen hast. Und ich stehe jetzt mal auf, weil, damit du immer einen Teil aus Wuppertal irgendwie jetzt bei dir hast, haben wir dir natürlich was mitgebracht. Geil. Und zwar... Das ist geil. Und zwar, guck mal, das ist das aktuelle schön, Trikot. Ja. Aber ja, das geht natürlich nur... Oh Gott, ja, echt starker. Ja. Sehr gut, ja. Einmal hier den... Vielen Dank, ja. Die Nummer des Kaisers, deine ja, Nummer, ne? Danke, danke, danke schön, ja. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Danke, keine Ursache.